Kunst und Kulinarik ist eine Kombination, die einfach gut ankommt. Deswegen wurde die Veranstaltung im Alten Rathaus nach vielen Jahren Pause wieder zurückgeholt. Für das hervorragende Catering sorgte die Park-Elfi, die seit 1992 das Parkcafé führte und ihre Kochkünste nun zum letzten Mal mit ins Rathaus brachte. Für deine Unterstützung. Oh, danke schön. Was servieren Sie denn heute Abend hier? Also als Vorspeise gibt es einmal das Klassische, und zwar Melone mit Prosciutto und Babymozzarella mit Cocktailtomaten. Ganz klassisch und Gebäck dazu. Als Hauptspeise werden verschiedene Pasta-Varianten kredenzt, und zwar von Sizilien die Montanara, Kalabrien die Puttanesca, die Bolognese darf nicht fehlen und die Carbonara sowieso nicht. Dann gibt es noch eine mit Waldpilzen und der Gorgonzola und eine mit Scampi. Und dazu gibt es natürlich Farfalle, dann die Fusilli und Spaghetti. Als Nachspeise gibt es halt ganz was Besonderes, und zwar gibt es die Cannoli. Das ist ein sizilianisches Gebäck, gefüllt mit Mascarpone-Creme, mit kleinen Schokostückchen und Arancini. Ich hoffe, es wird schmecken. Das ist ja heute dann Ihr letzter Abend. Was ist das denn für ein Gefühl? Ja, ein lachendes und ein weinendes Auge. Ne? Das ist eigentlich nicht zu beschreiben. Jetzt machen sie mir ein bisschen traurig. Diese Zusammenarbeit ist bis zum heutigen Tage erfolgreich gelaufen, sei es auch Wiener Neudorfer Woche. Und leider, der Zahn der Zeit nagt auch an den Damen, und sie geht uns in Pension oder ist uns in Pension gegangen und kommt uns so abhanden. Ja. Heute gibt es hier Kunst und Kulinarik. Warum ist das denn eine Kombination, die besonders gut zusammenpasst? Ja, also ich finde, die Kombination ist ja fast untrennbar verbunden. Also wenn ich früher oder wenn ich überhaupt in ein Theater, eine Oper oder sonst irgendwo hingehe, wir gehen vorher gerne essen, trinken ein Glas Sekt und schauen uns dann das Stück an. Also für mich gehört das recht gut zusammen. Und ich habe ja heute ein Revival, weil vor circa 19 Jahren oder genau vor 19 Jahren habe ich mit genauso einem italienischen Wiederabend hier im Alten Rathaus begonnen. Das hat auf Anhieb eingeschlagen, und dann habe ich gesagt, okay, wir haben jetzt ein tolles Abo im Freizeitzentrum, und jetzt wollen wir das Alte Rathaus auch wieder beleben. Und da haben wir gesagt, das war eine gute Idee und das macht man doch einmal. Wir haben die Frau Caroline Pilz mit ihren Partnern oder mit ihren Künstlerpartnern eingeladen. Sind also hochqualifizierte Leute. Caroline Pilz selber habe ich kennengelernt schon bei einem Musicalabend bei uns in Wiener Neudorf, und da sind wir auch auf die Idee gekommen, dass wir das hier machen können. Sie war da sofort Feuer und Flamme dafür, und Frau Pilz organisiert die Beethoven-Tage auch in Mödling. Also ist auch eine regionale Künstlerin.